Hallo, der Marc von Pissing Studio Wien. Und wir haben das hier. Und da will man ein kurzes Erklärungsvideo machen dazu. Was das ist? Das ist ein Plastikaufsteller mit einem Silikonmodell drauf. Nicht mehr, nicht weniger. Viele haben sich gefragt, wie sieht ein Intimpissing aus? Wie funktioniert das? Was muss ich beachten? Was muss ich wissen? Und das möchte ich euch mal kurz erklären. Also, was haben wir hier? Wir haben hier ein vertikales KVH. Viele sagen dazu auch KVV, das heißt dann so viel wie Klitorisvorhaut vertikal oder KVHV, Klitorisvorhaut vertikal oder einfach KVH, Klitorisvorhaut und lässt das vertikal weg. Letztlich, scheißegal, entscheidend ist, dass es ein vertikales gibt und ein horizontales. Das horizontale ist quasi mit Ring gestochen, das kann ich hier nicht so gut darstellen. Ich habe gleich noch eine andere, also ein anderes Modell, das zeige ich auch gleich noch. Da sieht man ein bisschen mehr drauf. Jetzt fangen wir mit dem vertikalen KVH an. Das ist mal das, wo ich mal die erste Einführung machen möchte. Generell ist wichtig, viele sagen auch dazu Klitoris-Piercing und das ist falsch, weil dieses Piercing wird nicht durch die Klitoris gestochen, sondern rein durch die Vorhaut. So, die Vorhaut ist nichts anderes als eine Schutzhaut, die quasi hier die Klitoris quasi im Endeffekt schützt und liegt da quasi drüber, wie so eine Mütze, muss ich sich vorstellen. Da kann man auch ganz weit unten reingucken, ja, und da ist nichts drunter als hohl. Und der eigentliche Stichkanal bei so einem Piercing ist nicht, wie man es hier drauf sieht, so lang, sondern der ist so dünn, und zwar genau die Dicke dieser Haut. Also genauso dick, wie ihr seht, dass diese Vorhaut hier seitlich ist, genauso viel durchstechen wir letzten Endes, wenn wir das Piercing stechen. Das heißt, bei so einem KVH ist eigentlich kein großer Zauber dabei. Und es ist wirklich ein schönes Piercing. Wenn man das als Frau optisch gut findet, ist es auch wirklich von der Funktionalität her sehr, sehr schön. Der Hintergrund von dem Piercing ist, dass eigentlich dann später die Stimulation dadurch ausgelöst wird, dass quasi auf der Klitoris, ja, dann diese kleine Kugel liegt, und diese Kugel liegt da eigentlich drauf. Das heißt einfach, man hat dadurch einen sexuellen Stimulus, das heißt, es ist einfach ein Mehrreiz, wenn man Geschlechtsverkehr hat oder Oralverkehr oder einen Vibrator verwendet oder was auch immer, dann hat man hier einfach ein bisschen mehr Fun. Andererseits sieht es einfach schön aus. Und dieses Piercing ist wirklich, sage ich mal so, von meinen Piercings beim Intimpiercing bei einer Frau ein Favorite, weil es einfach so gut heilt. Das heißt, mit diesem Piercing habe ich eine Heilungsdauer von im Regelfall 2 bis 4 Wochen ist das Ding total verheilt. Viele Frauen lassen sich stattdem lieber ein Christina-Piercing stechen. Das kann ich hier auf dem Modell nicht darstellen. Das würde quasi hier anfangen am Venushügel und hier oben aufhören. Das ist quasi am Venushügel, am Schambein. Das hat man früher gemacht, weil natürlich viele Kunden einfach dachten, Mensch, so ein KVH, das tut mir weh, und da ist das Wort Klitoris drin, und dann denkt man, um Gottes Willen, Klitoris, bitte nicht, da möchte ich nicht irgendwie was. Und das ist natürlich, hat dazu geführt, dass viele Leute da denken, naja, lieber ein Christina-Piercing oder ein Venushügel-Piercing, wenn man dazu sagt, als sowas. Und wenn ich den Kunden dann hier im Studio erkläre, Mensch, das sieht schöner aus, du hast mehr davon und es tut weniger weh und heilt schneller, dann sagen alle, hurra, das nehme ich. Ja? Also deswegen, gut überlegen, will ich ein KVH oder ein Christina-Piercing. Ablauf bei so einem Piercing ist ganz einfach. Wir desinfizieren die Stelle, wir betäuben das, wenn man das möchte, mit einem Lidocain-Spray, und dann stechen wir das Ganze. Ich steche das Freihand. Zuvor wird natürlich noch ausgemessen die Stichkanallänge. Im Regelfall ist das so, ja, 12 bis 14 mm, je nach Kunde, je nach Anatomie. Das schaue ich mir dann immer im Studio vor Ort an, messe das aus, bespreche das auch mit euch als Kunden, zeige ich im Spiegel, sage, schau, da und da kommt es hin. Das wäre die Länge, die ich vorschlage. Stechen läuft dann so ab, dass wir es nach dem Betäuben von unten nach oben stechen. Das heißt, die Klitoris kann hier gar nicht berührt werden, weil ich da wirklich so dran vorbeifahre und eigentlich gar nicht wirklich die berühren kann. Das ist natürlich die Kunst. Viele stechen es von oben nach unten, und das ist falsch, weil da passiert Folgendes. Da spaltet man die Vorhaut auf. Das heißt, die stechen oben rein, wollen quasi dann eigentlich da unten rauskommen, wo ich bin, schaffen es aber nicht, weil die Vorhaut natürlich ein bisschen rutschig ist. Und dann rutschen sie mit der Nadel entlang und spalten diese Vorhaut eigentlich so hier auf, so entlang der Vorhaut. Und dann haben wir das Piercing eigentlich nur in der Vorhaut drin und gar nicht wirklich in der Vorhautfalte, weil das Piercing geht nicht wirklich durch die Vorhaut. Das ist wirklich nur diese Falte innen drin, die durchstochen wird. Und das ist eigentlich das Geheimnis. Ich sehe sehr, sehr viele KVHs, wo die Kunden sagen, du, irgendwie meinst du anders aus als bei dir auf den Fotos oder auf dem Modell, und irgendwie bringt es mir auch nichts, ich fühle da nichts. Und dann sage ich, naja, schauen wir es uns halt einmal an. Und dann kommen die Kunden her, ich gucke dann, werfe da einen Blick drauf und sage dann, ist leider kein KVH, ist leider nur ein Piercing, was direkt vor der Vorhaut gestochen wurde, aber nicht wirklich
Klitoris fortpissen. Schade eigentlich ums Geld und die Zeit und die Mühe, die man damit vergeudet. Also das ist wichtig, das muss echt gut gestochen werden. Dann gibt es im Internet diesen sogenannten Tissue-Test. Dieser Tissue-Test soll eigentlich nichts anderes machen, als dass man da mit einem Wattestäbchen reinfahren soll und gucken soll, ob da genug Tissue ist, also genug Hautgewebe. Das kann ich euch auch nur sagen, ganz viele Mädels kriegen diesen Test gar nicht hin, weil sie die Öffnung gar nicht groß genug ist, dass ich da mit dem Wattestäbchen reinkomme. Bitte könnt es probieren, aber bitte nicht verrückt machen. Ins Studio gehen lassen, anschauen lassen. Im Regelfall kann ich das eigentlich immer stechen. Es gibt ganz, ganz wenig Frauen, wo man das wirklich mal nicht machen kann. Nach dem Stechen kommt der Schmuck rein. Wir nehmen diesen Schmuck mit einer 4mm und 5mm Kugel. Das ist, wie ihr es hier seht. Also das haben wir oben eine 4mm Kugel mit weißem Stein. Jetzt zum Beispiel unten eine 5er mit weißem Stein. Das sieht optisch sehr, sehr schön aus. Die Stablänge ist etwas länger. Das heißt, ihr könnt es auch dann hin und her schieben. Man kann es so gut hoch schieben, runterschieben, dann hat es ein bisschen Überstand und man kann es auch hochschieben, dass man es oben zum Putzen hinkommen kann. Also das ist eben wichtig, dass man das dann auch lang genug macht, dass man es pflegt. Die Pflege ist genau gleich wie bei einem normalen äußeren Piercing, wie beim Bauchnabel. Das heißt, wir sprühen, das Ding mal wegstellen, ich habe die ganze Zeit. Genauso wie bei einem normalen Piercing, das heißt, ihr sprüht euch das bitte ein, das brauche ich doch wieder. Hätte ich es nicht weggestellt. Zweiter Sprüher außen drauf, ja, einfach auch ein Sprüher unten auf die Vorhaut drauf. Mit einer Küchenrolle feucht einfach drumherum putzen und wenn es dann geputzt ist, nehmt euch bitte einen Tropfen Prontolin Gel auf den Finger, schmiert euch das einfach hier auf diesen Bereich drauf, einmal hier oben drumherum, hier entlang, unten einfangen. Bitte nicht versuchen, unter die Vorhaut zu putzen und zu schmieren, da brauchen wir nicht hin, ja, das reicht, wenn man es so putzt. Und dann zu guter Letzt schieben wir den Stab einfach sanft hoch und runter, nicht, sondern ganz vorsichtig, okay? Und das ist eigentlich die gesamte Pflege, die ihr da machen müsst. Das machen wir die nächsten 3 Wochen zweimal täglich, dann noch 3 Wochen einmal am Tag, das heißt insgesamt somit 6 Wochen. Nach 6 Wochen könnt ihr damit aufhören. Ich empfehle den Kunden mit dem KVH nach 3 Wochen bis 3,5 Wochen zu mir zu kommen, dann kontrolliere ich, ob es gut verheilt ist, ob alles passt und mache euch kürzere Stecker rein. Weil diese Stecker am Anfang lang sind, die stören ein bisschen raus, ist es immer angenehmer, wenn die kürzer sind. Und gleichzeitig machen wir dann noch größere Kugeln drauf. Das ist nochmal mehr Stimulation, optisch noch schöner zu sehen und dann ist das Ding eigentlich fertig. Einmal im Jahr macht man bei sowas einen Grundwechsel, also hygienehalber tauschen wir alles komplett aus. Und natürlich kommen die meisten Kunden öfters im Studio vorbei und sagen, Mensch, ich möchte mal wieder was Neues und dann tauschen wir natürlich das entsprechend auch aus auf was Neues, wenn man da das möchte. Kugeln gibt es da in Hülle und Fülle, wir können da mit Multijoule ohne alle Variationen, alles was ihr euch vorstellt, gibt es da wirklich 100.000 Sachen im Studio, können wir uns dann anschauen, auch Echtgoldschmuck und so weiter, gibt es dann alles bei uns natürlich zum Aussuchen und zum Mitnehmen. Selber wechseln, bitte nicht unbedingt, weil ihr braucht dazu, um das Piercing zu wechseln, wirklich so eine kleine Klemme, gar keine da. Nehmen wir so eine Moskito, ich packe die jetzt nicht extra aus, so eine kleine Klemme. Mit der hält man dann wirklich hier ganz vorsichtig dieses Piercing fest und dann schraubt man die Kugel hoch und runter. Also das bitte nicht selber zu Hause machen, das endet meistens in totalem Desaster. Wenn sowas mal rausfällt oder irgendwie eine Kugel verloren wird, bitte zukleben und ins Studio gehen, dass man sich das dann draufschrauben lassen kann. Aber nicht den Stab ganz raus tun, sondern drin lassen und warten, bis dann der Piercer Zeit hat, um euch das wieder reinzuschrauben. Rasieren, fragen Sie auch viele, das kann man ganz normal, jederzeit ab dem Stechen eigentlich kann man sich ganz normal rasieren. Einfach nur einen Rasierer nehmen, übliche Rasurprozedur, Intimwasch, Pflege, Reinigung, auch alles genau gleich, da ändert sich gar nichts dran. Thema Sex. Die ersten 3 Wochen empfehlen wir keinen Oralverkehr, keine Vibratoren. Normaler Geschlechtsverkehr ist bei dem Piercing sogar erlaubt. Diese Geschichten, dass man dann monatelang keinen Sex haben darf, sind totaler Schwachsinn aus unserer Sicht. Es bringt auch nichts, wird sich eh keiner dran halten. Am Anfang natürlich verhüten ist immer gut, aber generell dem Piercing passiert beim normalen Geschlechtsakt gar nichts. Also das kann man normal haben. Auch das ist ein Grund, warum viele Kunden das Piercing nicht stechen wollen oder Angst haben und denken, ah, und so weiter. Also das ist kein Problem. Dampfbad, Solarium, Sauna. 3 Wochen nicht. Schwimmen gehen im Meerwasser natürlich sofort möglich. Sehen und Flüsse, wenn die Qualität gut ist, auch sofort möglich. Beziehungsweise vielleicht auch 7 Tage warten, aber rein theoretisch geht es wirklich rasch. Und Pools, eigene Pools mit wenig Chlor oder Ozon oder Sauerstoffreinigung kann man sofort rein. Mit Chlor, wenn es wenig geklort ist, kann man auch nach 7 Tagen wieder reingehen. Badewannen, so bitte nicht zu viel Badezusätze, nicht zu lange in der Badewanne drin sitzen, einfach da auf Nummer sicher gehen. Und so öffentliche Bäder würde ich wirklich, wenn ich euch wäre, 3 Wochen warten. Das ist immer so ein Risiko mit Bakterien, dass da irgendwas sich entzündet. Ja, das wäre eigentlich mal das zu dem Piercing. Also wie gesagt, es ist ein schönes Piercing, wirklich super easy zu stechen und ganz viele Kunden sagen zu mir, Mensch, es tut weniger weh als Nasenpiercing oder ein Ohrknäuelpiercing. Also wirklich hier schlimmer. Weniger schlimm. Ja.
sprechen dürfte, das ab 18 Jahren. Mit Einwilligung der Eltern geht hier gar nichts, weil das ist ein Piercing, wo wirklich in die Intimsphäre eingreift. Das heißt, das macht euch ein seriöses Studio erst mit 18 Jahren oder älter. Und ich habe viele Kunden, die das eben auch bis ins hohe Alter machen. Auch das ist immer ein wichtiges Thema. Viele denken, ja, ich bin jetzt 30, ich bin 40, ich bin 50, ich bin 60. Das kann ich nicht mehr machen. Da denkt der Markt, das bin ich komplett. Aber es ist totaler Schwachsinn. Ich habe Kunden, meine älteste Kundin für ein Intimpiercing war über 70 Jahre alt und hat das gemacht, sich getraut, sagt, hey, ich möchte jetzt endlich mal ein bisschen was ausleben, was ich schon jahrelang im Kopf hatte, und machen das. Also bitte auch, traut euch, auch wenn ihr älter seid, das stechen zu lassen. Es gibt hier eigentlich kein Höchstalter, wo man sagt, ab dann ist es vorbei, da darf man nicht mehr. Also einfach bitte, ja, traut euch, wenn ihr wollt. Wenn ihr Fragen dazu habt, stellt mir die einfach ganz konkret hier im Thread und ich versuche euch da noch mehr zu beantworten. Es gibt, wie gesagt, auch noch andere Piercings, über die werden wir auch noch sprechen. Es gibt eben auch das horizontale KVH, wenn wir auch noch ein Video machen. Wir werden jetzt immer mehr so diese Piercings mal aufbereiten und die euch dann auch nach und nach zeigen. Und vielleicht filmen wir sogar mal ein Intimpiercing, vielleicht haben wir sogar schon eins gefilmt, aber müssen wir vielleicht auch noch ein paar Sachen abklären. Also wie gesagt, ihr werdet das auf jeden Fall sehen, sobald es da Neues gibt. Und ich kann wirklich nur sagen, es tut nicht weh, es ist wirklich lächerlich. Es ist alles hier im Kopf drin. Wenn man sich hier locker macht, frei macht, mir Vertrauen schenkt oder dem Piercer, dann wird das alles wirklich super easy going. Übrigens, der Stuhl wird natürlich bei sowas abgedeckt, dass da mal dann Privatsphäre, Küche da, wird eh jedes Mal gereinigt, aber dann kommt eben eine Ärzterrolle drauf. Und natürlich machen wir im Studio unsere Vorhänge zu, das heißt, wir sind da wirklich unter uns und auch Zuschauer dürfen bei sowas dabei sein. Das heißt, ich sage meistens, wenn jemand einen Freund oder eine Freundin mitnehmen möchte, weil er sich besser fühlt, soll er den mitnehmen. Wenn nicht, ist er auch gut aufgehoben, aber es ist natürlich kein Problem, dass hier jemand mitnimmt. Das ist null Thema für mich. Und sollte übrigens auch für jeden guten Piercer kein Thema sein, dass Zuschauer da sind, weil wer nichts zu verbergen hat, der hat auch kein Problem damit, ob jetzt 6 oder 8 Augen hier drin sind. Das stört dann letztlich nicht. Okay? Also, viel Spaß bei euren weiteren Fragen an mich und Kommentaren und den ganzen Videos. Und bitte, bitte denkt dran, liked und subscribed uns. Ihr wisst, wir sind echt dankbar dafür, für jeden, der uns folgt und hier am Kanal aktiv mitarbeitet und mitwirkt. Tschüss, bis bald, euer Marc.